Jörg Jump ist mit der Eröffnung von Grapefruit. Dann ist drin weißer Tabak und Tonkabohne. Das ist dieses hier. Es riecht bezaubernd, es riecht gut, es riecht gutartig, es riecht tiefsinnig. Und wenn man tiefsinnig beschreiben kann, ich meine eher mit schwer, also so, ja, richtig. Also ich mache mal einen Spray, damit ich mir den Eindruck besser vermitteln kann. Man riecht richtig die herbe Tonkabohne raus. Und der Geruch ist einzigartig, so wie bei jedem einzelnen Parfum. Aber für jedermann ist jeder Geschmack unterschiedlich. Ich würde das Parfum beschreiben als eine Mischung aus einem herben, ein bisschen frischen, sportlichen, aber auch süß-herben. Süß sind wieder alle Parfums irgendwo, weil salzige Parfums wenig Sinn machen, aber gibt's auch. Es gibt von der Library of Fragrance gibt's Parfum Pizza mit Pizzageschmack. Es riecht, ja, die Tonkabohne kann man halt stark rausriechen und das fasziniert mich an dem Parfum. Es kommt in einer silbernen Verschlusskappe und in einem blauen Flakon oder Bottle. Das ist der 100 Milliliter Flakon und oben ist noch ein Logo eingraviert mit Maschinentechnik, mit Technologie, der Mathematik. Ein Zeichen, vielleicht ist es gar kein Logo, vielleicht ist es einfach nur ein Zeichen, einfach nur zum Designen. So schaut es aus, das Zeichen. Ja. Der Flakon ist nicht ganz quadratisch oder rechteckig, sondern hat eine Ausbuchtung hinten, die so rund ist, also angenehm rund, dass es angenehm in der Hand liegt auch. Und aber trotzdem Kanten, die abgeschliffen sind, so dass sie nicht scharfkantig sind, dass man sie nicht verletzt. Und ja, das zu Hope Jump. Und dann habe ich noch von Job Home Wild. Das ist dieses hier. Und da ist jetzt wirklich Rum drin und weißer Tabak. Und sonst fällt mir jetzt nicht ein von alleine, was da genau drin ist. Aber was mir auf jeden Fall einfällt, ist, dass dieser Totenschädel, der da abgebildet ist, mir nicht gefällt. Aber er erinnert an das Skelett des Körperbaus des Menschen. Und dann kann man sich was Positives dran denken. Aber sonst finde ich es unnötig. Aber ja, das ist Geschmackssache und Sache des Designers. Der ist derjenige, der verantwortlich ist, dass dieser Totenschädel da drauf ist. Ja, als das O von Home, also von Mann Wild. Ja, aber könnte man sagen, jeder Mann hat ein Skelett, jede Frau hat ein Skelett. Also warum nicht? Ich mag sowas nicht so. Solche. Ja, schaut irgendwie cremig aus. Oder einfach wie das Skelett von einem Kopf. Oder wie die Aufschrift von Job Home Wild. Ja. Es ist das Lieblingsparfum von mir und meiner Ehefrau, genauso wie Amourage Fade. Das Parfum riecht ihr so gut, dass sie es wirklich sehr gern hat. Dass sie fast gar nicht genug davon bekommen kann, hat sie gesagt einmal. Und ja. Ja. Das wollte ich euch heute zeigen in den Parfum-Previews. Also vielen Dank fürs Zuschauen und herzlichen Dank und alles Liebe und grüße euch. Tschüss, Baba. Gott segne euch.